Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Hab ich vergessen, wo wir waren, wo wir sind, wo wir hin wollen. Hey, wir waren das letzte Mal hier drüben, ne? Irgendwie. Gab des heroischen Riesentöters oder so. Also ist es ewig her, dass ich aufgenommen habe. Jeder, weil ich mal wieder voll Bock hatte und dann mussten natürlich die anderen Projekte auch. Star Wars ist gestartet. Ah, Entschuldigung. Und den meisten Sachen hier ein bisschen aus dem Weg gehen. Oh, ich habe ein, zwei Seelen dabei, ist nicht so toll. Und von der Seite auch eine Hand. Damit habe ich nicht gerechnet. Die andere habe ich gesehen, die Fingerspitze, und dachte, aha. Du nicht, heute nicht. Ja, da waren wir drüben. Hier waren wir, glaube ich, eigentlich auch. Okay, dann schauen wir, dass wir mal höher kommen. Oh, dann hätte ich es doch geschafft. Sehr schön. Schauen wir uns mal um hier oben. Auch hier sehe ich gar nichts. So, dann denke ich, können wir ein bisschen weiter den Berg nach oben angehen. So, hier den. Ah, es schaut so ein bisschen nach Dead End aus hier oben. Wird er doch auch bald, oh, wollte nicht, bald an ein Ende kommen. Wartet die nächste an. Gar keinen Bock auf die. Ja, ist immer nervig. Oh. Das ist doof. Macht euch wenigstens gegenseitig kaputt. Hallo?
Bin ich denn? Das war die falsche Taste. Weil ich habe auch irgendwann Dark Souls 1 mal wieder gespielt. All das, was keine gute Idee ist. So, hier gibt's nichts. Oh ne. Oh, schön. Gleich zwei von dem. Der scheiß Brut. Ah, ja. Wir laufen. Für ein Gebiet. Wer denkt sich das denn aus? Beschäftigen sich wenigstens, muss man sagen, gegenseitig. So, jetzt werden wir auch noch invasiert. Mutige Finger. Au. Was denn? Du machst ganz schön viel Blutungsschaden. Sehr schön. Blutkatana, blutige Ströme, die Okina-Maske. Das werden wir uns gleich anschauen. Blutkatana klingt nach einer Waffe, die ich vielleicht sogar nehmen würde. Wenn unsere Flaschen verstärken. Stufenaufstieg geht noch nicht. Ah, eigentlich mit dem Katana anfangen und mit einem aufhören, finde ich eigentlich nett. Arkan. Ach, sie macht sogar Feuerschaden. 20 in Arkan. Wir könnten ja eigentlich auch noch einmal umleveln. Aber ansonsten Stärke und Geschick. Ja, ist natürlich schon nicht schlecht. Meistens. Ich weiß gar nicht, was hat unseres mittlerweile. Ja, auch nur C und B ist jetzt auch nicht so toll. So eine Late-Game-Waffe. Oh, das ist sehr. Move. Okay, das ist diese so ein Blutslasher. Aber es gefällt mir, glaube ich, gut.
Die Frage ist, bei wem konnte ich denn umskillen? Müsste ja wahrscheinlich umskillen. Mal davon aus. Ich bin bei Arkanen bei 8, also ich müsste schon auf 20 hoch. Moment, 95 kostet er. Wir haben echt viel FP, aber bin ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber ich habe da einfach Bock drauf. Weil das halt auch schneller schlägt. Das heißt, Bluten ist viel effektiver als bei unserem. Weil bei unserem, also bis viermal Bluten immer schaffen. Da muss schon einiges passieren. Wäre jetzt mal zur Feste zurück, weil ich behauptet hätte. Am ehesten wäre da die Möglichkeit zum Umskillen. Ich meine, wir können immer noch zurückskillen. Normal, wir haben an den Items, die wir da brauchen, ewig viel. Können wir das hier bei den Fingern? You know what fingers shaken by this turn of events. They are busy consulting the crater will. When they are finished, the fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage the wait? My, oh my. Die Dornen verbrennen. Auch mal gucken, was Neues gibt. Blasphemische Klinge ist eine Glaubenswaffe. Ein Feuerschaden, das ist auch cool, glaube ich. Das wäre was für meinen zweiten Bild. Auch eine Blutwaffe. Oh mein Gott. Buch des Schwert. Weisheit. Kann ich Heldenausrüstung erhalten? Der königliche Ritterhelm. Okay. Heavens, for that is not the domain of mere men. The burning of the earth tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the rune of death too? The rune of death goes by two names. The other is destined death. The forbidden shadow plucked from the golden order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fig. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Noch keine Ahnung, was ich besten. Ich werde es auf jeden Fall einfach, weil es eh wurscht ist, versuchen, das Schwert überhaupt mal zu schauen, ob ich das aufs Maximal-Level schon bringen kann. Well, I took you for no matter to lay out your own. Ein zu geht. Na, dann ist Geschicklichkeit nämlich auch B. Moment, minus 74, ja klar. Oh.
An sich macht 286 Schaden. Das hier, klar, macht 600 irgendwas. Aber wenn da jetzt dann noch Plus statt Minus dazu kommt, sind wir da, glaube ich, auch recht schnell. Also um Wert. Halt echt die Frage, bei wem ich umskillen darf. Kann ich das hier einfach machen? Hm. Ich meine, irgendwo muss ich es machen dürfen. Gehe ich jetzt davon aus. So the secret medallions led you to the land of the Halig Tree. I'd expect to find Melania there. She who fought Radahn to a standstill. Well, if the Scarlet Rot hasn't eaten her away completely. But with the Halig Tree as it is, I suppose Mikola must already be. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised. Your reward. A secret rite, known only to me. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Mm-hmm. Oh, my apologies for that nasty business. Ensure got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensha is slain and gone. Finished. Forevermore. There are four more demigods yet to be located. Mikola of the Halig Tree, the unalloyed. His twin, Melania, the undefeated swordswoman. Luna Princess Rani, daughter to Renala. And the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost rite, known only to me. So, schaut mal. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty. While he turns our fellow tarnished into bloody fingers, let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised, your reward. And it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Handbuch von Februar. Ah, you've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what a man to do. A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Mhm. Ich habe in der Zeit kurz nachgeschaut. Bei Renala kann ich das machen. Die neu zu vergeben. Ich meine, unser anderes Schwert können wir trotzdem hernehmen, wisst ihr? Das ändert sich ja nicht. Ich jetzt einfach Bock, was Neues zu machen. Now. So, wir brauchen auf jeden Fall 20 AK.
mehr werde ich da auch nicht reinstecken. 20 Geist. So, die zweite macht dann nämlich schon 574 Schaden. Wird 80. Weniger Stärke. Mehr Geschick. Geist 1 weniger. Dann haben wir vor allem Stärke eingetauscht gegen Arkanen. Ich denke, so werde ich es machen. Also im Moment sagt er 700, aber 580 plus schneller angreifen. Behauptet, es ist besser. Keine Ahnung. Ich meine, im Zweifel ist wahrscheinlich beides nicht schlecht. Ich meine, Feuer hat nicht so viel plus bekommen, das stimmt schon. Aber es hat halt fast genauso viel Bluten. Das ist schon krass. Ich meine, unsere Rolle ist immer noch so, wir werden das so lassen. So ausgerüstet. Da war so ein großer Boss, glaube ich, den ich nicht mochte. Wir schauen uns hier weiter um. Probieren die Waffe gleich mal aus. Ich meine, vielleicht habe ich jetzt auch voll den Scheiß gemacht. Keine Ahnung. Ich will einfach. Das Spiel ist zu lang, um immer das Gleiche. Und die ist mit einer Waffe durchzuspielen, finde ich. Also im Elden Ring, also im Dark Souls, das ist gar kein Problem. Aber hier. Okay. Die Hitbox ist deutlich kleiner. Also, das... Ich weiß nicht, ob das jetzt krass war. Es hat sich krass angefühlt. Oh, schaut euch den Blutungsschaden an, wie schnell sich der aufbaut. Fast keine Ausdauer zum Schlagen. Katanas sind OP. Habe ich jetzt einfach beschlossen. Schauen wir mal. Ich meine, die andere Waffe war auch nicht schlecht. Wollen wir gar nicht reden. Vor allem für... Hoffe, dass man die so early bekommt. Ich glaube, das war nicht so schlecht.
Da, dann wollen wir hier oben noch ein bisschen gucken. Aber, also man merkt auch, das ist schon sehr wenig Dungeons jetzt hier am Ende sind. Also das Gebiet ist ja echt nur noch durchlaufen. Also wenn man jetzt nicht wirklich Bock hat, die ganzen Standardgegner abzu... Also man muss wirklich sagen, grasen. Ja, die sind schon noch trotzdem One-Hit. Es ist ein bisschen schwieriger zu treffen. Das auf jeden Fall. Vor allem vom Pferd. Muss sehr viel näher dran stehen. Ha. Ja, cool. Was Trollbrillen. Müssen wir hier nur runter, ohne zu sterben. Hier, ja. Okay, da drüben ist nochmal. Nennen sie jetzt mal Inseln. Da geht die Kette rüber. Da drüben geht eine andere Kette rüber. Das ist so wie bei Dark Souls 2. Total cool. Hier ist nochmal ein Leuchtfeuer. Entschuldigung. What the fuck bist du denn? Was? Ah. Da oben, ich hab die gar nicht gesehen. Ich bin gerade. Wie steigt man denn vom Pferd ab? So. Das Ding ist extrem. Das schauen wir uns im nächsten Part nochmal an. Also, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.